Hallo meine Lieben, ich habe euch ja versprochen, dass es bei 2000 Abonnenten wieder ein Abonnenten-Special gibt. Ich habe das auch angekündigt und irgendwie habe ich innerhalb von ein oder zwei Wochen jetzt so viele Abonnenten, dass ich jetzt bei den knapp 3000 Abonnenten bin. Aber das hier ist trotzdem mein 2000 Abonnenten-Special. Und ja, natürlich gibt es was zu gewinnen. Aber ich mache auch einen Fan-Call, den ihr gleich auch noch sehen werdet. Aber ich zeige euch erstmal, was man gewinnen kann. Und zwar einmal so einen Badestick. Riecht total gut nach Rose und das machen wir einfach in die Badewanne rein und geht dann damit baden. Und es riecht so gut, Leute, es riecht so gut. Oh, so voll nach Rose. Also wer Rosenduft mag, der wird diesen Stick hier lieben. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Es ist in jedem DM, in jeder Filiale, wo ich war, ausverkauft. Und zwar ist Balea ja 20 Jahre alt geworden. Und ich habe auch gesehen, dass DM auf der Facebook-Seite so ein bisschen Werbung gemacht hat für genau dieses Produkt. Und zwar ist das eine Bodylotion. Und die ganzen Kommentare darunter waren immer, in meinem DM gibt es das schon nicht mehr, das ist schon leer gekauft und alles. Und ich habe so eine ergattern können und die riecht wirklich gut. Also ich weiß nicht, kennt ihr dieses Solero-Eis? Dieses, was außen so orange ist und innen Vanille, glaube ich, ist. Und genau so riecht das. Und diese Bodylotion gibt es auf jeden Fall noch dazu. Und dann habe ich ja in meinem letzten Video schon angekündigt, also in diesem Pony-Video, dass ich auch ein paar Sachen von Verlocker verlosen werde. Und zwar ist das zum einen dieser Pony hier, den man mit einem Haarreif reinmacht. Den kann man sich natürlich, wenn man möchte, auch noch kürzen. Der wird auf jeden Fall verlost. Ist vielleicht in dem Fall ganz gut, wenn ihr ungefähr diese Haarfarbe habt. Wenn nicht, könnt ihr den ja auch verschenken. Dann einen Haarreif. Den habt ihr, glaube ich, auch schon mal in einem Video von mir gesehen. Und dann noch ein paar Haaraccessoires, die jetzt besonders im Sommer ganz toll sind. Und zwar ist das einmal so eine Blume, die man sich so in die Haare klipsen kann. Dann ist das einmal so eine Blume, die man sich auch in die Haare klipsen kann. Und dann ist das einmal so eine weiße Blume, die man sich auch in die Haare klipsen kann. Und noch so einen Seestern, den finde ich besonders cool, den man sich auch in die Haare klipsen kann. Ja, der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Den habe ich auch übrigens einmal hier. Das eine behalte ich aber, eines geht an euch. Und dann habe ich noch diese Blume hier, ist so eine ganz schwarze, relativ große Blume. Und zwar kann man die sowohl als auch mit einem Haargummi in die Haare machen. Ein Haargummi kann man aber auch abmachen. Oder man benutzt es als Brosche, das heißt, da ist so eine Nadel dran, dass ihr das auch an ein Kleid zum Beispiel dran machen könnt. Oder an die Haare, ne? Kennt ihr ja schon. Ja, auf jeden Fall, die ist sehr vielseitig. Und dann könnt ihr noch so eine große Leopardenklammer gewinnen. Die ist halt echt cool, die ist nur für meine Haare leider etwas ungeeignet, weil meine Haare zu lang sind. Aber ihr könnt mega cool einen Dutt damit machen und die euch dann so reinstecken und den Dutt damit befestigen. Dafür sieht die echt ganz cool aus. Und ja, die gibt es auch noch zu gewinnen. Ihr dafür tun müsst. Ja, eigentlich wie immer. Ihr könnt sowohl auf Facebook als auch auf YouTube teilnehmen, als auch auf Instagram habe ich jetzt beschlossen. Und zwar auf YouTube müsst ihr mich natürlich abonnieren und mir einen Kommentar da lassen und am besten auch in den Kommentar reinschreiben, dass ihr gewinnen wollt. Auf Facebook müsst ihr meine Seite liken und ja, einfach aktiv sein. Und auf Instagram könnt ihr natürlich auch mitmachen und zwar müsst ihr mir dort folgen und unter ein Bild, irgendeins oder mehrere kommentieren, aber ihr müsst den Hashtag benutzen, Lenas Abonnenten-Special 2000, steht auch nochmal hier unten groß. Und ja, das heißt, ihr könnt theoretisch dreimal mitmachen. Und wenn ihr bei allen drei mitmacht, sind natürlich eure Gewinnchancen größer. Ich werde jetzt mal ein paar Leute anrufen, die mir für den Fancall ihre Nummer geschickt haben. Und ich werde jetzt erstmal die Lina anrufen. Mal schauen, ob die dran geht. Sie bringt das Handy von meiner Mama, ne? Nicht wundern. Hallo. Ich warte mal, ich bin... Hallo? Hallo?
Boah, du hast mich voll schnell erkannt. Oh mein Gott, wie cool, hallo. Oh, wie schnell hast du mich erkannt, ey. Ich dachte, ich muss jetzt erstmal dich raten lassen. Oh mein Gott, ich freu mich gerade voll. Das freut mich. Willst du vielleicht irgendwas wissen oder so? Sonst rufe ich nämlich jetzt die Nächste an. Nö, wissen und nicht unbedingt, aber ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, cool. Okay, dann. Okay, danke, tschüss. Tschüss. Oh, wenn die süß. Die hat mich direkt erkannt, ey. Ich glaub's nicht. So, jetzt mal die nächste Nummer. Oh, ich bin voll aufgeregt. Seht ihr das? Nächste Nummer. Okay, wen rufen wir jetzt an? Die Melissa. Oh, die Kinder draußen sind voll laut. Die ist leider nicht rangegangen. Vielleicht versuche ich später nochmal. Aber dann rufe ich jetzt erstmal die nächste an. Und zwar die Leonie. Mal gucken, hoffentlich geht die dran. Oh, ich glaube, die geht auch nicht dran. Dies ist die Mailbox von. Dann versuche ich später nochmal. Okay. Nächste Nummer. Jetzt rufen wir die Hema an. Sind die alle im Schwimmbad bei dem Wetter oder was? Oh. Dies ist die Mailbox von. Immer nur die Mailbox, ey. Okay, nächste Nummer. Die Nummer von der Dilara ist das. Ich glaube. Hier die Handy aus. Will ich jetzt mal drauf. Hallo, hier ist die Lena von dem YouTube-Kanal Lenas Lifestyle. Ich wollte dich eigentlich anrufen, aber bei dir ist leider gleich die Mailbox dran gegangen. Aber ich hoffe, du freust dich trotzdem, wenn du die Nachricht hörst. Und du kannst mir ja nochmal bei Facebook schreiben. Tschüss! Ich nehme mal an, sie hat ihr Handy aus, weil da ging wirklich direkt die Mailbox dran. Und dann rufen wir jetzt noch die Vanessa an. So warm. Hallo. Hallo, ist da die Vanessa? Ja. Weißt du, wer dran ist? Nein. Überleg mal. Keine Ahnung. Wem hast du in letzter Zeit deine Nummer gegeben? Guckst du manchmal YouTube-Videos? Oh mein Gott, nein, ne? Eine YouTuberin hat mich angerufen, oh mein Gott! Hallo! Hi! Und wie geht's dir? Ja, gut, und dir? Mir geht's auch ganz gut. Was hast du gerade so? Ich. Video machen so vielleicht? Ja, ich drehe gerade. Du bist gerade offiziell in meinem Video drin. Das ist cool. Ich freue mich. Ja. Ja, cool. Dann wünsche ich deiner Mama und dir noch ganz viel Spaß. Ja, vielen Dank. Und ja, ich denke, das Video kommt so. Ich weiß noch nicht genau, wann es online kommt, aber irgendwann demnächst. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann werde ich mir auf jeden Fall angucken. Okay, bis dann. Tschüss. Oh, war die süß. Oh mein Gott, ich telefoniere mit einer YouTuberin. Voll süß. Habe ich noch eine Nummer? Ich glaube, das war's. Ah doch, ich habe noch eine Nummer. Iman. Hallo. Hallo. Ja. Wer ist denn da dran? Boah! Einfach aufgelegt, selber schuld. So, wenn du das Video siehst, weißt du, du hast aufgelegt bei mir, ja. Egal. So, habe ich noch eine Nummer? Nein, ich glaube, das war's. Aber ich rufe nochmal die von vorhin an, die nicht drangegangen sind. Das ist jetzt nochmal die Melissa. Wenn ich sage, ich weiß auf die Mailbox.
Hallo Melissa, hier ist die Lena von YouTube, von Lenas Lifestyle. Ich wollte dich eigentlich anrufen, aber bei dir geht leider nur die Mailbox dran. Aber ich habe dich auf jeden Fall angerufen und ich nehme an, du bist im Schwimmbad oder so. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss! Jetzt rufe ich nochmal die Leonie an und spreche ihr im Notfall auf die Mailbox, falls sie nicht dran geht. Hallo. Bester. Rate mal. Bester. Wem hast du denn in letzter Zeit deine Nummer mal gegeben? Hä? Guckst du manchmal YouTube-Videos? Ja. Guckst du manchmal Lenas Lifestyle? Ja. Du hast mir deine Nummer für den Fancall gegeben. Ach ja. Ich habe gedacht, ich rufe dich mal an. Und was machst du gerade so? Fernsehen gucken. Okay. Und YouTube ein bisschen nebenbei. Ah, cool. Ich rufe dann jetzt noch ein paar andere Mädels an. Ja. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ah, die ist jetzt immerhin beim zweiten Mal dran gegangen. Okay. Dann schaue ich mal, wer noch fehlt. Oh, jetzt rufe ich nochmal die Hema an. Schauen, ob die jetzt dran geht. Oh, es ist so warm heute, es ist unglaublich. Okay, ich glaube, das wird nichts. Aber dann spreche ich auf die Mailbox. Dies ist die Mailbox von... Hallo, hier ist die Lena. Du hast mir deine Nummer gegeben, damit du im Fancall dabei bist. Und du bist jetzt quasi live dabei, beziehungsweise deine Mailbox. Aber ich hoffe trotzdem, dass du dich über die Nachricht freust. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss! Das war's mit meinem Abonnenten-Special. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe jetzt mal mein nächstes Abonnenten-Special angedacht, wenn ich 5000 Abonnenten habe. Ja, ist auf jeden Fall machbar und je mehr ihr werdet, desto schneller kommt das Video. Was vielleicht noch interessant ist für euch, ich habe noch mehrere kleine Verlosungen geplant auf meinem Channel und zwar sollen die alle in den nächsten Monaten online kommen. Also bleibt am besten ein bisschen aktiv, abonniert mich. Abonnieren ist kostenlos, könnt ihr hier unten machen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!